So, ihr Lieben, ich würde mit meinem heutigen Redebeitrag beginnen. Ich habe zwar jetzt unsere Kollegen noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, die sind auf dem Weg. Liebe Montagsfamilie Mutbürger, mein heutiger Redebeitrag schließt ein Stück weit an den von letzter Woche an und ich möchte mit einem Wort beginnen, das heißt verschlagen. Verschlagen in der Definition, verschlagener Charakter nannte man früher Menschen, die man als hinterlistig, täuschend, irreführend und tückisch empfand. Menschen, die unehrlich sind. Besser könnte man Kanzlerdarsteller und unseren Bundes-Olaf eigentlich nicht umschreiben. Dokumente zeigen eindeutig genau den Verlauf in der Cum-Ex-Affäre um die Warburg Bank und Olaf Scholz in Hamburg. Und sie zeichnen ein eindeutiges Bild der politischen Einflussnahme. Unsere Lückenpresse ist das aber kein Skandal wert, gemäß dem Motto, wessen Brot ich brech, dessen Lied ich sing. Die nächste Überschrift, jetzt ermitteln gleich zwei Staatsanwaltschaften. Gegen Frau Baerbock, ihr wisst schon, Frau Baerbock, wird zwar nicht direkt ermittelt, sie gilt jedoch als politisch treibende Kraft. Möglichst viele Afghanen mit gefälschten Papieren nach Deutschland zu holen. Auch direkt nach dem Terroranschlag und dem Polizistenmord von Mannheim durch einen Afghan bekräftigt sie weiter, 10.000 Landsleute des Täters nach Deutschland zu importieren. Einfach nur widerwärtig. 11.000 Unternehmen haben allein im ersten Halbjahr 2024 Insolvenz angemeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg von über 30%. Privatinsolvenzen steigen um 6,7%. Und unser Prinz Mimimi, unser Kinderbuchautor, der das alles zu verantworten hat, zieht keinerlei Konsequenz aus diesen Zahlen. Weder tritt er zurück, noch steuert er in irgendeiner Art und Weise dagegen. Auch gegen Flinten-Uschi ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft wegen Pandemiebetrugs. Der EU-Kommissionspräsidentin werden in diesem Zusammenhang Vorteilsnahme und Betrug vorgeworfen. Für viele Deutsche keine Überraschung, kennen wir doch alle von der Leyens Erbe bzw. ihre Hinterlassenschaften im Verteidigungsministerium. Stichpunkt sind Berateraffäre, Handyaffäre, mutmaßliche Günstlingswirtschaft. Und dann ist da noch diese unsägliche Pandemie, die nun keine Aufarbeitung oder keinen Untersuchungsausschuss bekommen soll. Alle herausgegebenen Unterlagen, in denen die Schwärzungen aufgehoben wurden, beziehen sich auf den Zeitraum von der Amtszeit von Jens Spahn. Jene Dokumente, als Klabauterbach übernommen hat, die Bürger an die Spritze zu treiben, die bleiben weiter unter Verschluss und natürlich auch geschwärzt. Liebe Freunde, all das erwartet man in einem südamerikanischen Land, in dem Korruption, Lug und Betrug von Bürgern geduldet werden muss. Aber all das findet gerade hier vor unseren Augen in Deutschland statt. Unsere Regierung tut das wirklich vor unseren Augen und der Bürger bekommt und vor den Augen der Bürger. Vollkommen ungeniert und sie wissen, dass sie ungestraft davonkommen, weil der deutsche Michel nach wie vor tief und fest schläft. Und das geht raus hier über unsere YouTube-Community. Freunde, ich bin, wie einige von euch wissen, in der Wohnungswirtschaft tätig und wir sind gerade dabei, die Mietnebenkostenabrechnung zu erstellen für die Jahre 23, also für das Jahr 23. Und ich muss dort mit Entsetzen feststellen, und natürlich auch die Mieter, die dann diese Abrechnung bekommen, dass jetzt gerade mit aller Härte dieser grüne Wahnsinn zuschlägt. Wir haben für normale Dreiraumwohnungen nicht selten Heizkosten von 2.500 bis 3.000 Euro in Wohnräumen. Und natürlich wird dann grundsätzlich immer erstmal die Abrechnung in Frage gestellt, als wenn der das abrechnet, den Fehler gemacht hat. Aber ich versuche den Mietern immer klarzumachen, dass jetzt das erbarmungslos zuschlägt, was wir hier seit mittlerweile 2 Jahren immer wieder propagieren und gesagt haben. Und ich finde es eigentlich auch schade und ich würde das den Leuten immer ganz gerne mitgeben auf dem Weg, dann kommt doch mal Montag mit, aber das tue ich natürlich nicht, weil einerseits ist das mein Job und da werde ich da auch meine Klappe halten. Und trotz allem wollte ich damit nur mal gesagt haben, dass
wir hier viel mehr sein könnten, wenn die Leute verstehen würden, wer das Übel ist und wo der Fisch stinkt. Ne? Und das ist nicht die Wohnungswirtschaft, sondern das ist diese unsägliche grüne Politik. Gut, danke erstmal.